Okay, was das eben war. Ja, zum Fliegen werden wir später nochmal kommen. Mit dem Gummijet werden wir später nämlich noch fliegen können. Wie und alles weitere werde ich euch dann noch zeigen. Ich kann's kaum erwarten, dort raus zu segeln. Das wird genial. Ein Sturm? Oh nein, das Floß! Was ist das? Ricos Boot und Kairis. So, die Schattenleuchte, wie die heißen, sind jetzt auch in der Welt angekommen. Ich kann sie halt nicht angreifen, weil wir mit einem Holzschwert gegen diese Art von Kreaturen keine Chance haben. Ja, wir werden später wahrscheinlich noch mehr über sie erfahren. Hier ist jetzt das Tor zum geheimen Ort, was früher nur so ein Loch war. Zuerst Rico finden. Ich glaube, Rico war da hinten auf der Insel. Ja, da hinten ist er. Wo ist Kairi? Ich dachte, sie wäre bei dir. Die Tür hat sich geöffnet. Was? Die Tür ist offen, Zora. Wir können jetzt in die Außenwelt. Was redest du da? Wir müssen Kairi finden. Kairi kommt mit uns. Gehen wir einmal durch. Kann es sein, dass es für immer ist. Vielleicht sehen wir unsere Eltern nie wieder. Es gibt kein Zurück. Es könnte unsere einzige Chance sein. Angst darf uns nicht abhalten. Ich fürchte die Dunkelheit nicht. Rico? Wir haben unsere Waffe bekommen, unser Schlüsselschwert. Ja, näheres wird auch alles später gesagt. Das Schlüsselschwert oder sogar jetzt schon. Das Schlüsselschwert. So, jetzt können wir nämlich auch die Herzlosen attackieren. Ich würde sagen, wir trainieren erstmal ein bisschen. Das sind Herzlose, beziehungsweise das hier, ich muss was über das Viecher, das sind Herzlose, Kreaturen des Schattens, wie ihr schon sehen könnt. Ja, das Schlüsselschwert ist halt heilig genug, um die Dunkelheit zu vertreiben. Also, ah, nein, runtergefallen. Kommt ja auch ein Wasser hier? Also auf Profi ist das Spiel schon ziemlich anspruchsvoll, muss ich echt sagen. Auch für den Kenner. Weil die Gegner dann doch stärker sind. Gut, dass wir es auch normal gemacht haben. Ja. So. Ja, wenn die Kommandoleiste rot ist, dann ist hier irgendwo ein Gegner. Und dann können wir auch nicht ins Pausenmenü rein, also in Ausrüstungsmenü.
Wenn das blau wird, ich versuche euch nochmal zu zeigen, dann heißt das, dass da keine Monster mehr in der Nähe sind. So, Level up. Was sind denn das? Hier, glaube ich. Ne? Ich würde sagen, bis Level 5 werden wir hier trainieren. Also jetzt ist es blau, jetzt können wir halt hier rein. Ja. Wir hätten mal gucken sollen, wie viel wir jetzt noch das Level up brauchen. Aber naja, also bis 5 denke ich mal. Das ist schon ganz anständig. Vielleicht wird auch wieder ein Boss kommen. Ich glaube zumindest, dass es so war. Ich hoffe, gleich wird es mal wieder blau. Dann kann man nämlich mal gucken, wie lange es dauert, bis man die Level up. Gut, das Dumme ist, die geben halt wirklich immer nur eins. Also da gibt es auch keine Technik. Ne? Durch Ablocken. Also, kann man, glaube ich, gar nicht ablocken. Nein, runtergefallen. Nicht blau. Damn. Ach, da waren wir noch welche. Oh, gut. Ich denke mal, lange dürfte es auf jeden Fall nicht mehr dauern. Aber okay, da ist keiner. Da ist keiner immer mehr. So, und gucken wir mal unter Status, glaube ich. Noch 10, das geht. Wo waren wir noch nicht? Ich dachte, wir auch noch ein Monster aufschauen. Das ist ein Item, das ist ein bisschen Potion. Sehr schön. So, gleich haben wir es geschafft. Ich glaube noch 2. Und noch ein Potion. Ey, also es lohnt sich. Und noch einer. Und ich mach's. Ja, immer noch nicht. So, jetzt aber. Mal Level 5, jetzt gehen wir einfach mal zum geheimen Ort. Da haben sich wir runter. So. So, jetzt können wir nämlich auch da reingehen. Vorher werden wir mal die Items ausrüsten, die wir haben. Potion ist schon ausgerüstet, okay. Gut. Weil man muss die immer wieder neu ausrüsten. Irgendwann vergisst man es. Ist halt nicht ärgerlich, wenn man es wirklich mal brauchen sollte. Sora. Als unser alter Freund. Ja. Wahrscheinlich ist er. Na, nicht wahrscheinlich, er ist jetzt auf jeden Fall etwas stärker. Aber wir auch.
jetzt? Epische Kampfmusik. Oh, also stark ist auf keinen Fall. Oh, komm, heilen wir uns einfach mal. Der hat jetzt neu. Und geschafft. Und Level up. Maximum HP. Yay. Was kommt jedes Mal so eine Slow-Motion-Sequenz, wenn man einen Boss besiegt hat? Viele können sich denken, was das heißt. Ein Stern steht ja meistens immer für einen Planeten. Das ist die Stadt Traverse. Hey, wow, die heißt ja sogar so. Ich habe eigentlich nur vor Traverse in Stadt gehangen. Vielleicht sollten wir zuerst Leon suchen. Donald, ich wette, dass... Was machst du schon, du Schlaumeier? Was ich weiß? Komm her, Pluto. Ja, da hat der Trottel Goofy nicht so unrecht. Wär mal da lang gegangen. Denn da sind wir. Ein Traum. Hm. Ah, das ist gar kein Traum. Ah, wo bin ich? Oh Mann. Hast du eine Ahnung, wo wir sind? Oh, hey! So, ja. Das hier sind Trio-Symbole. Die können wir später auslösen und dann kommen, glaube ich, diverse Items. Ja. Ja, ist alles seltsam da. Hier ist unser alter Bekannter. Müsste Tidus sein, ja. Da ist eine Truhe, sehr schön. Gucken wir mal, was da drin ist. Was? Lässt sich nicht öffnen? Ist ja doof. Ja, das ist ein Mokri. Stigma ist auf jeden Fall vielen bekannt, alle Final Fantasy-Spieler. Ansonsten in den meisten Läden kann man halt noch nicht rein, erst später. Hier kann man beispielsweise rein. Den kennt wohl, ja, kennt wohl auch jeder. Das ist Sid. Sid ist aus Final Fantasy 8. Zumindest der Sid gibt's ja in... Sid ist auch Final Fantasy 7, oder? Fuck, woher kommt denn der? Sid gibt's so gut wie in jedem Teil. Zwar nicht als spielbarer Charakter, nee, Sid ist aus Final Fantasy 7, oder?
wenn das jemand wissen sollte, darf er gerne hier posten und das schreiben und mich verfluchen, aber ich weiß jetzt gerade zu 0%, aus welchem Final Fantasy Teil der jetzt kommt. Den gab es auf jeden Fall, ja, so gut wie überall. Ja. Gut, ich würde jetzt einfach sagen, hier ist auch noch ein Trio-Zeichen. Hier können wir nämlich auch später was machen, das ist ein Kamin, wenn wir Feuer haben, können wir das anfackeln. Aber ich würde sagen, wir speichern erstmal und ich beende hier die Aufnahme. Das sind jetzt knapp, ja, über 45 Minuten. Auch ein gestandener Zocker braucht mal eine kleine Pause. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann demnächst wieder bei Kingdom Hearts. Bis dahin, tschüss.